Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 24. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Krefeld-Pinguine gegen die Kölner Haie. 6.035 Zuschauer im Königpalast sehen eine knappe 3:4 Niederlage der Pinguine gegen die Kölner Haie. Deren Trainer Niklas Sundblatt ich herzlich hier begrüße, ebenso wie unseren Trainer Franz Fritzmeier ebenfalls. Schönen guten Abend. Beide Trainer bitte ich um ihre Statements nach dem Spiel. Herr Sundblatt, Sie haben zuerst das Wort. Ja, schönen guten Nachmittag her. Ja, da war zwei Mannschaften, das sind, wollen unbedingt gewinnen. Wir sind beide ein bisschen, muss anfangen, Punkte holen. Und das sieht man auf dem Spiel auch. Da waren schon ein paar Fehler hin und her. Unser Plan war, wir wollen gut defensiv stehen. Und wir kriegen eine 3-1-Führung und sollten eigentlich verteidigen das. Aber leider haben wir nicht genackt. Eins der Leer von unserem Tor und der dritte Tor ist 3-3. Und dann catchen wir Break. Weißt du, wir kriegen 4-3 in Übersalle. Wir kriegen Break heute. So für uns ist der Punkt unheimlich wichtig. Weißt du, wir wollen oben steigen und wir sind sehr froh über diesen Sieg heute. Das war ein enges Spiel, das war ein Derby-Spiel, wie gesagt. Aber wie gesagt, die drei Punkte sind wichtig für uns. Danke. Dankeschön, Niklas Sundblatt. Franz Fritzmeier, das Statement zum Spiel heute. Ja, erstmal guten Abend und gratuliere an Köln und Niklas. Der Niklas hat schon sehr viel gesagt zu dem Spiel. Ja, ich denke, wir müssen uns wieder sammeln, ja, das verarbeiten. Ist eine ganz, ganz bittere Niederlage. Und ja, aber wir werden das analysieren und die Konsequenzen daraus ziehen. Ja, ich bin sehr enttäuscht heute. Und ja, weiter geht's. Danke. Gibt es Fragen der Medienvertreter aus Köln und Krefeld? Das ist nach angemessener Zeit nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen für den Besuch hier natürlich danken. Für die Pinguine gibt es das nächste Heimspiel hier am 3. Advent, also kommenden Sonntag, ebenfalls um 14.30 Uhr gegen die Augsburger Panther. Ihnen allen darf ich noch einen guten und sicheren Nachhauseweg wünschen. Unseren Gästen aus Köln natürlich viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf und kommen Sie gut und gesund in die neue Woche. Dankeschön, auf Wiedersehen.